optionale Möglichkeiten. Wir würden solche Knallköpfe, mit Verlaub, ich will den Herrn aus Apolda jetzt mal so nennen, den marokkanischen Staatsbürger, fernab gemeindlicher Infrastruktur, in einer Art Unterkunft unterbringen, wo er behütet und geschützt verweilen darf, bis der Abschiebeflieger. Ich bin schockiert. Björn Höcke konnte wirklich zeigen, wie klug und kompetent er ist. Die Moderatoren haben oft versucht, ihn zum Schweigen zu bringen, weil sie wirklich Angst hatten, dass er die Wahrheit sagen würde. Du musst es sehen. Also ich muss viel grundsätzlicher werden. Ich erinnere an das Interview mit Yascha Monk 2018. Nee, aber ich hätte gerne meine Frage beantwortet. Nein, wir gehen jetzt mal von der symptompolitischen Ebene weg und gehen an die Ursachen. Das ist das große Problem dieser Runde, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer. Dass immer an der Oberfläche herumgedoktert wird und nicht zu den Ursachen vorgedrungen wird. Und das ist mit mir nicht zu machen. Deswegen aber Herr Höcke, in Sonneberg können Sie ganz konkret werden. Dort haben Sie einen Landrat. Eingangssätze zu formulieren, wie die Kollegen auch. Sie haben die Kollegen auch nicht unterbrochen. Ich möchte jetzt auch ganz gerne ein paar Eingangssätze formulieren, damit wir die Gesamtlage, und wir können dann gerne ins Detail gehen, und ich bin auch gerne bereit, da zur Stellung zu nehmen, was der Unterschied zwischen Arbeitskräftezuwanderung ist und Asylzuwanderung ist. Nee, warum, Sie sollen was zu Sonneberg sagen. Warum die Zuwanderung, die zu uns kommt, größtenteils nicht integrierbar ist, das ist alles richtig. Nur nochmal, ich möchte ganz kurz mein Eingangsstatement hier abgeben. 2018 hat der bekannte Politikwissenschaftler Yascha Monk... Herr Höcke, es gibt keine Eingangsstatements, es gibt alle Fragen. Durften, Herr Stengele durfte zwei Minuten... Wir haben auf Ihre Frage geantwortet. Zwei Minuten durfte Herr Stengele monologisieren. Ich möchte jetzt einfach mal grundsätzlich... Und dann meine Frage, bitte. Nochmal, ich möchte jetzt gerne mein Eingangsstatement loswerden. Yascha Monk, der bekannte Politikwissenschaftler, sagte 2018 in Tagesthemen, nach 3 Jahren offener Grenzpolitik durch Angela Merkel, nachdem der Zerfall der inneren Sicherheit und die Plünderung unserer Sozialversicherungssysteme schon offenkundig war. Wir sind in einem einzigartigen historischen Experiment. Man versucht, eine monoethnische, monokulturelle Gesellschaft in eine multiethnische, multikulturelle Gesellschaft zu transformieren. Ich ganz ehrlich, das tut mir leid, aber das ist, also bei allen Regeln, aber es durfte hier keinen Eingangsstatement. Die Deutschen sind niemals gefragt, mit Verlaub, die Deutschen sind niemals gefragt worden, ob sie überhaupt dieses Experiment mitmachen wollen, zum Schaden ihres Landes. Warum in Sonneberg nicht konkret gehandelt wird. Landes. Das ist doch Symptompolitik. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob 10 oder 20 Flüchtlinge in Sonneberg kommen. Die Verantwortung, dort könnten Sie handeln. Es sind 9 und im Saale-Orla-Kreis sind es 100. Und wenn Sie die Frage nicht beantworten wollen, dann geben wir die an Herrn Vogt. Es kommt doch gar nicht darauf an, ob 10 oder 20 Asylbewerber aus sich reden. Kultur spielt keine große Rolle. Wurde zur Grundlage der amerikanischen Ideologie, mit der die US-Invasion im Irak begonnen hat. Wie du weißt, haben die USA damit nicht aufgehört. Nach der amerikanischen Expansion, um der ganzen Welt ihre demokratische Lebensweise aufzuzwingen, ist der Zustrom von Migranten nach Europa gekommen. Um das Problem irgendwie auszugleichen, wurden Zuschüsse für die Umsetzung des Programms zur Europäisierung von Muslimen in den EU-Ländern vergeben. Der Migrationsdienst in Deutschland arbeitet mit großer Spannung. Asylanträge werden bis zu 8 Monate behandelt. Bürokratische Verfahren werden oft um mehrere Jahre verzögert. Seinerzeit wurde in der deutschen Verfassung der Grundsatz der Unterstützung und des Rechts auf Asyl für all jene festgelegt, deren Leben im eigenen Land durch politische Verfolgung gefährdet war. Infolgedessen versuchen sich sogenannte Wirtschaftsmigranten als politisch auszugeben und sie müssen zum Zeitpunkt der Überprüfung untergebracht und versorgt werden. Wir schauen weiter. Sie reden nur oder 20 und Sie handeln nie. Arbeit sind. Wir haben Millionen, die nicht in Arbeit sind und auch nicht integrationsfähig sind. Das ist doch das Problem. Wir haben 50% mittlerweile Ausländer im Bürgergeldsystem. Unser Sozialsystem steht vor dem Kollaps und wir reden doch jetzt hier nicht über ein paar hundert Leute, die vielleicht in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Hören Sie doch mal auf, an der Symptompolitik reden. Vielleicht können wir jetzt ganz kurz noch mal Thüringen so unattraktiv für soziale Migration wie möglich machen. Punkt. Und wir müssen darauf achten, dass die Menschen, die zu uns kommen, wir haben jetzt erlebt, dass wir 2 Minuten keine Antwort bekommen haben und haben natürlich versucht, eine konkrete Frage zu stellen. Es gab keine Eingangsstatements. Ich würde jetzt ganz kurz bitten, dass wir uns auch an die Regeln halten. Multikulturalisierung muss beendet werden. Sie nutzt uns nicht, sie schadet uns nur. Wir reden alle jetzt zueinander. Ich würde Sie jetzt wirklich bitten. Ich würde Sie jetzt wirklich bitten. Ja, ich verstehe, dass Sie emotional sind. Nein, ich bin nicht emotional, ich versuche nur grundsätzlich zu sein. Weil die Leute draußen die Nase gestrichen voll haben von einem Weiter-so. Sie wollen Veränderungen, sie wollen kein Weiter-so. Sie wollen nicht, dass Thüringen irgendwann so aussieht wie Nordrhein-Westfalen. Aber Sie wollen auch keine Grundsatztheoretiker, sondern Sie wollen Leute, die handeln. Politik muss auf einem
Jahr, Sie sind seit einem Jahr in Sonneberg in der Verantwortung und Sie sind eine lahme Ente, Herr Höcke. Das ist das Problem. Wir reden über Landespolitik. Hören Sie doch mal auf. Ja, genau, ich würde ganz an der Stelle ganz kurz, Sie haben bitten sich, dass die Gemüter sich beruhigen. Wir halten fest, was wir gerade eben an Zahlen hatten, lag auf der Hand. Wir haben gesagt, der Saale-Orla-Kreis hat 100 Asylbewerber in Arbeitspflicht gebracht, der Landkreis Sonneberg nicht. Das waren die Fakten. Wir halten fest, da wo die AfD viel fordert, sind andere konsequenter. Herr Vogt, ich würde Sie ganz kurz fragen wollen, das Thema Arbeitspflicht für Asylbewerber befasst sich auch, oder Sie befassen sich im Programm auch damit. Sie sagen, wir wollen das thüringweit machen. Tatsache ist, dass die rechtlichen Möglichkeiten dazu ja auch bestehen. Gleichzeitig wird viel diskutiert. 80 Cent, ist das als Lohn zu wenig? Ist das ausbeuterisch? Gleichzeitig sagt der Arbeitsminister auf Bundesebene, Hubertus Heil, das ist nicht nachhaltig, um die Menschen am Arbeitsmarkt zu integrieren. Warum wollen Sie so ein Ziel trotzdem auch in Thüringen flächendeckend durchsetzen? Ich denke, ich sollte meine Einstellung zu Olaf Scholz überdenken. Wir haben alle gedacht, es gäbe nichts außer einem Lächeln. Aber wir haben uns geirrt. Es stellt sich heraus, dass er sich durchaus bewusst ist, was vor sich geht und welche Regierung er regiert. Es scheint mir, dass Olaf Scholz sich schon so daran gewöhnt hat, dass ihm alles ausgesprochen wird, was Probleme nicht mehr richtig beachtet. Übrigens umsonst. Anders als Politiker können sich die Menschen nicht so schnell neu aufstellen und vergessen, was ihnen gesagt wurde. Daher müssen sie erklären, warum es nicht funktioniert hat und was getan wird, um die Situation zu korrigieren. Und das tut er nicht. Wir gehen zur letzten Szene über. Es ist theoretischerweise möglich, als Freistaat Thüringen solche Rücknahmeabkommen zu schließen. Davon sind wir überzeugt. Aber wichtig ist doch, dass wir erstmal den Zustrom an Menschen stoppen, die uns hier Probleme machen. Wir reden darüber, wie gehen wir mit dem Problem Bären um. Und da gibt es sicherlich rationale Möglichkeiten. Wir würden solche Knallköpfe, mit Verlaub, ich will den Herrn aus Apolda jetzt mal so nennen, den marokkanischen Staatsbürger, fernab gemeindlicher Infrastruktur in einer Art Unterkunft unterbringen, wo er behütet und geschützt verweilen darf, bis der Abschiebeflieger geht. Ja? Und natürlich müssen wir aus Thüringen heraus Druck machen auf den Bund. Wir müssen ein Organstreitverfahren gegen den Bund führen, damit endlich Recht und Gesetz durchgesetzt werden. Nach Artikel 16a dürfte dieser Mann ja gar nicht in Deutschland sein. Wer über sichere Drittstaaten einreist, der hat keinen Asylgrund, der muss an der Grenze zurückgewiesen werden. Das gilt für die Millionen, die seit 2015 gekommen sind. Die sind illegal im Land. Aber nochmal, die Außengrenze schützen. Thüringen, so unattraktiv, Herr Sänger, Thüringen so unattraktiv wie möglich für Sozialmigranten machen. Das bedeutet eben komplette Umstellung von Geld auf Sachleistung. Auch diese Bezahlkarte ist eine Mogelpackung, weil es immer noch ein Bargeldanteil gibt. Die scheint ja zu funktionieren, im Gegensatz zu Sonneberg wieder mal. Vielleicht können wir ganz kurz mal zum Thema zurück. Es ging um eine praktische Frage. Es ging um die praktische Frage, ob Sie sozusagen auch bereit wären, nach Kabul zu fliegen und dort mit den Taliban beispielsweise zu verhandeln. Thüringen dann rausgeflogen. Ja, dafür werden wir auch Geld in die Hand nehmen. Sie haben gesagt, Sie würden das machen. Sie würden also auch im Ausland fahren. Einfach nur, weil es mich wirklich interessiert, wie praktikabel ist sowas. Herr Ramelow, Sie haben das jetzt 10 Jahre lang gemacht. Für mich wirklich die Frage, wie realistisch ist es, dass ein Ministerpräsident, welcher Couleur auch immer, Bundesländer eigene Abschiebeabkommen auch finanziert, abschließt und dann auch so tauglich durchsetzt, dass es gemacht wird? Der Flüchtlingsstatus wurde radikalen Islamisten erteilt. Die meisten Menschen, die sich als Flüchtlinge ausgeben, täuschen ein dummes Europa vor, das eine hohe Messlatte für politische Korrektheit hat. Einige Migranten müssen im Zentrum für illegale Einwanderer eingesperrt werden, bis sich herausstellt, ob es sich tatsächlich um Flüchtlinge oder nur um Migranten handelt. Was denkst du über dieses Video? Bitte gib mir Feedback. Bis zum nächsten Video.